Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2 heute mal. Ja, ihr seht das, ich halte euch so ein bisschen auf den Laufenden, was diesen Clan hier angeht. Und wir haben hier mal wieder ein paar ganz, ganz nette Kämpfe auch aus den unteren Bereichen. Und der Clan hier hat die BD Hunters mit 73-21 hier mal eben überlaufen. Anders kann man es nicht sagen, denn es sind nur noch 2 Sterne auf hier. Also wirklich, wirklich, wirklich guter CK hier gewesen. Und ich denke, der Gegner hat auch dann irgendwann angefangen zu resignieren. Und wir fangen heute mal ganz unten an hier beim Kampf 25 auf 25. Ziemlich merkwürdige Base hier. Aber auch die will gemacht werden. Und hier unten hat man ja auch jetzt nicht so die starken Truppen. Und wenn hier 2 Valkyren aus der Clanburg kommen, dann können die so viel Bogies schon mal ziemlich wehtun. Aber ich meine, mehr war hier jetzt nicht an Defense, bis auf die eine Kanone da, aber die ist sicherlich auch gleich Futter. Und ich weiß immer noch nicht, warum man diese Bases hier baut, just for fun oder einfach nur so Account, keine Ahnung. Aber eigentlich ein schöner 3-Sterner hier. Und so kann man anfangen, hier seine Sterne für den Erfolg zu sammeln. Ja, in so kleinen Bereichen geht das nämlich schon. Und deswegen fangt so früh wie möglich damit an, Sterne zu sammeln, denn die 1000 CK-Sterne, die sind nicht mal so eben gemacht. Also das ist schon eine ziemlich lange Zeit, bis man die zusammen hat. Zumal man ja später dann auch Helden macht und immer mal wieder eine Downtime hat dazwischen oder man hat keine Lust. Und deswegen sage ich immer, fangt so früh wie möglich mit CKs an, spielt die CKs mit und lernt einfach, sammelt Erfahrungen etc. Ich habe auch ein paar Infos für euch. Ich habe das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst aus meinen Kommentaren heraus, was euch die nächsten Wochen, Monate, Jahre hier erwarten wird. Also auch wenn die Frage öfter gestellt wird, wann machst du wieder das Dorf oder überhaupt Dorfbesuchsvideos? Ich bin dabei, beziehungsweise ich habe das zweite Video schon fertig. Das kommt in der nächsten Woche dann sicherlich auch raus. Ich werde auch eine, ja, so eine Fragen- und Antworten-Folge mal machen. Das ist ein ganz guter Tipp. Es kommen ja auch immer gute Vorschläge von euch und ich versuche die einfach umzusetzen, so gut mir das dann gelingt oder so schlecht mir das dann gelingt. Aber irgendwie kriegen wir das dann sicherlich immer hin. Und ich werde auch irgendwas sicherlich zu den Updates sagen. Die gehen nicht an mir vorbei. Zumindest mal meine Meinung dazu. Und die ist ja mal positiv, mal negativ. Mal bin ich so ein bisschen enthalten. Und aber wen das interessiert, der kann sich das dann gerne anhören, was ich davon halte, was ich davon denke, meine Meinung. Und ich lasse aber nicht außer Acht, dass wir immer wieder CK-Kämpfe dazwischen haben, egal welche Rathausstufen, denke ich mal. Und ich vergesse auch nicht eure Zuschauer-Fights, also die, die mir schon Videos gesendet haben. Ich habe euch nicht vergessen, ihr werdet eure Fights bei mir sehen. Das dauert nur seine Zeit. Ich muss mir die auch erst einmal alle angucken. Teilweise sind sie mit Musik, teilweise ohne. Dann sind sie mit ziemlich wenig Bildern. Ja, also wer mir Videos schickt mit nur 19 Bildern pro Sekunde, das ruckelt dann natürlich ziemlich stark und das kriege ich dann auch nicht mehr richtig rausgerendert. Also wenn ihr mir Videos sendet in meine Dropbox, nee, beziehungsweise in meinen Google Drive, dann müssen die mindestens 24 Bilder haben, denn so viel braucht das menschliche Auge, um etwas flüssig zu sehen. Noch besser ist natürlich 30. Und wir haben ja auch immer wieder Event hier. Auch da werde ich sicherlich mal wieder so ein bisschen was zeigen, was man da so machen kann oder wie man die am geschicktesten macht. Im Moment haben wir ja so ein tolles Event, wo man gleich 3 Sachen auf einmal machen kann. Also das finde ich richtig klasse und man hat ja auch richtig ein paar Tage Zeit dafür. Und die spiele ich natürlich auch mit so ziemlich allen meinen Accounts. Das ist auch mal gar nicht mal so einfach. Einige bleiben da ja auch wieder auf der Strecke. Nämlich die keinen Lavahund nehmen können. Also das Ganze mit dem Lavahund, das müsste das Event in der Mitte sein.
Das kann man natürlich dann erst ab RH9 mit einer Clanburg, die auch 30 Plätze fast spielen, aber die anderen kann man dann auch ab RH, ich weiß gar nicht, wann es die Ballons gibt, RH3 oder RH4, ich glaube RH3 ist das schon. Da kann man sicherlich schon mit 10 Ballons anfangen, beziehungsweise ich glaube, da braucht man dann gar nicht so viele Ballons. Das regelt sich ja immer runter von Rathausstufe zu Rathausstufe und so denke ich mal, hat jeder diesmal etwas vom Event, also oben ab Rathaus 9, die profitieren natürlich am meisten davon, weil man letztendlich alle drei Events auf einmal machen kann. Und aber es wird Supercell, ja, auch die kleineren Rathausstufen kommen hier zu ihren leicht verdienten Gems, also finde ich richtig, richtig gut. Und wir sehen hier aber einen schönen Gohock vom Timbolero hier. Und wirklich toller Fight. Ich mag das ja sowieso, also deswegen gucke ich mir die auch besonders gerne an, wie andere die machen. Und ich mag nach wie vor im RH8-Bereich die Schweinereiter einfach am liebsten. Da kann die Base wahrscheinlich sogar die drei Last draußen stehen haben. Ich will trotzdem die Schweinereiter an der Stelle nehmen, weil ich finde die einfach so krass und ist auch einer meiner Lieblingstruppen hier bei Clash of Clans. Okay, was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben hier die 9, die habe ich mir mal rausgepickt. So ein bisschen habe ich mir diesmal eine kleine Liste gemacht, dass das hier ein bisschen zügiger durchgeht. Aber was ich nicht vergessen will, ich will natürlich mal wieder mit euch streamen. Ja, auch das als Info. Allerdings hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass ich immer Samstag streame. An diesem Samstag, also eigentlich eher heute, wenn ihr das Video seht, streame ich nicht, weil sich in dieser Woche schon jemand angekündigt hat, auch um fast die gleiche Zeit, wie ich es eigentlich mal mache, nämlich ab 18 Uhr einen Livestream zu zeigen. Und das ist der Skylife COC. Und da ich jetzt gedacht habe, ach, das ist ja doof, wenn dann zwei YouTuber zeitgleich irgendwo ihre Livestreams bringen, auch wenn ich natürlich längst nicht so viel Zuschauer habe wie der Sky, habe ich mich dazu durchgedrungen, keinen Livestream zu machen. Und passt mir auch nicht wirklich gut, weil ich zurzeit einen sogenannten Bereitschaftsdienst habe. Und da kann immer mal wieder das Telefon klingeln oder ich kriege irgendwo so einen Bereitschaftscall rein und muss dann kurzfristig was machen, muss vielleicht telefonieren, selbst um die Uhrzeiten. Also der Dienst geht immer eine Woche, Freitag bis Freitag. Und deswegen mache ich das auch dann nicht so gerne, dass ich genau an diesen Tagen, wenn ich diesen Dienst habe, irgendwo YouTube-mäßig 2, 3, 4 Stunden unterwegs bin. Und deswegen sehen wir uns aber sicherlich, beziehungsweise wir tippeln uns beim Sky, denn ich werde mir den Stream sicherlich nebenbei ganz chillig anschauen und freue mich auf dieses Event vor allen Dingen, denn dort wird ja ein Friendly CK, glaube ich, gemacht und das ist natürlich eine richtig krasse Sache. Ich denke mal, da wird einiges an Rathäusern am Start sein und ich bin mal gespannt, wie das ganze Event da abläuft. Finde das aber sehr, sehr gut. Ich habe euch das am Ende des Videos nochmal oben in die Infokarte reingelegt, den Direktlink bzw. zum Ankündigungsvideo, falls jemand den Sky noch nicht kennt. Aber ich glaube, dass ihr den aus der Community hier, aus der YouTube-Community sicherlich kennt. Und ansonsten ist er auch rechts bei mir in meinen angesagten Kanälen, so heißt es glaube ich immer, nochmal verlinkt. Also da werde ich auf jeden Fall auch mal ein Hallo in die Runde werfen und werde mich einfach so ein bisschen an dem Stream, denke ich mal, erfreuen. Ja, schöner Kampf hier, 10 auf 9, ist auch ganz krass. Und BD Hunters, dieses BD steht übrigens für Bangladesh Hunters. Ich war auch mal in so einem Clan, denn ich habe mit dem Avatar, als der Avatar so Rathaus 7 war oder 6-7 circa, da bin ich eingeladen worden von so einem BD-Clan. Und ich habe die Einladung einfach mal angenommen. Ich wusste gar nicht, was da auf mich zukam. Aber ja, das waren natürlich hauptsächlich viele Leute aus Bangladesch und aus sonstigen südostasiatischen Ländern. Und ich bin trotzdem in dem Clan geblieben, denn ich habe mir gedacht, Thorsten, ist ja eigentlich egal, was für ein Clan. Hier kannst du ein bisschen dein Englisch aufbessern. Auch wenn die natürlich viel dann in ihrem Hindu da quatschen, ist das meiste aber dann doch irgendwo Englisch, weil wir doch einige internationale Leute im Clan hatten. Und das war ein richtig, richtig schönes Jahr, muss ich sagen. Ich war da, glaube ich,
bis ich kurz vor TH9 war, war ich in diesem Clan und das ist eine schöne Erfahrung, vor allen Dingen so zeitversetzt in einem Clan zu sein, denn immer dann, wenn ich ja eigentlich online war, dann waren die nicht unbedingt alle online, sondern so ist das ja auch hier in den CKs. Wenn wir gegen Clans spielen, die in einer völlig anderen Zeitzone sind, dann hast du natürlich diese Zeitunterschiede dazwischen. Und aber war eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen, mit dem Avatar-Account. Mittlerweile ist er ja ganz hart auf Rathaus 10 zugehend, nur noch 6 Helden-Level. Dann bin ich soweit, also einmal noch die Queen und 5-mal noch der König. Und es kommt ja noch einiges auf uns zu, also es gibt ja so viele tolle neue Sachen hier auch bei Clash of Clans und das, was auch noch kommen wird, dieses Update für die Builder Hall auch. Und aber man kann einfach nicht alles auf einmal machen. Ich denke mal, als Info und als schöne CK-Folge hier kann ich das mal wieder durchgehen lassen. Und sehen hier als letztes von Schulte schön den Angriff hier auf die Nummer 3. Schöner 3 Stern hier. Und das Merkwürdige ist natürlich in so einem Clan hier oder überhaupt in solchen Clans hier, dass du hier dann Bases hast. Ich zeige dir einfach mal nur. Ja, die hier hat 2 Infernos, ist ein RH10 und der erste hier ist ein RH9. Ja, also die Unterschiede sind so krass hier, muss ich mal so sagen. Aktuell wird ja auch ein Clan gespielt und deswegen muss ich auch mal wieder ein paar Truppen hier verspenden. Aber ich bleibe auch hier am Ball dran. Wir sehen uns sicherlich am Samstagabend in dem Stream, beziehungsweise wir tippeln uns seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auch, wenn eine ganze Masse von euch, von meinen Zuschauern, die sicherlich auch seine Zuschauer sind, dort an dem Stream teilnehmen. Und bis dahin, euer Toto. Wäscht.